Und auch Brian Hill wird nächstes Jahr wieder in Feldkirch spielen. Jetzt Möglichkeit und Tor! Dennis Sovchuk! 2:1. Jetzt jubelt wieder Innsbruck. 2:1 Führung. 1:35 Vorschluss dieses Drittels. Überrascht Dennis Sovchuk mit einem Bombenschuss zu Hütter Ruttmann. Bringt Innsbruck wieder in Führung. Torhüter Erich Nagele. Zwischen ihm und Gritsch wogte lange Zeit ein Wettstreit um die Position des ersten Torhüters. Müssen wir jetzt an der Scheibe. Und wiederholt sich Greenbank den Puck. Aber er verliert ihn. Und Holst. Liebhardt. Braxmarer. Die letzten 10 Sekunden. Und das erste Drittel geht zu Ende mit einer 2:1 Führung für die Innsbrucker, also ein nicht ganz zu erwartender Zwischenstand. Fünfeinhalb Minuten sind im zweiten Drittel gespielt. Wir haben wieder Greg Holst groß im Bild beim Bulli. Strasser. Kennedy und gute Abwehr von Ruttmann. Mössmer, Holst, kaum vor der Scheibe zu drehen und Tor. 3:1, Torschütze Mitterer. Stand völlig ungedeckt. Und wieder muss Michael Ruttmann einen Schuss aus kurzer Distanz durch die Beine hindurch passieren lassen. Knapp 6 Minuten gespielt im zweiten Drittel. 3:1 Führung für die Tiroler. Aber jetzt könnten die Feldkircher wieder ein Tor aufholen, denn es muss einer raus, aber ist es ein Innsbruck oder ist es ein Feldkircher? Wir werden es gleich sehen. Ja, es ist sogar ein Feldkircher, also die Situation wird für die Vorarlberger sogar bedrohlicher. Manfred Dorn muss hinaus wegen dieses Bandenchecks. Zwei weitere Strafminuten für Manfred Dorn, der schon einmal auf der Strafbank gesessen ist im ersten Drittel. Ja, und jetzt müssen die Vorarlberger aufpassen. Es steht 3:1 und Innsbruck hat einen Mann mehr auf dem Eis für 2 Minuten. Greenbank. Barinev. Ja, dieser abgeprallte Schuss war gar nicht so ungefährlich für Torhüter Erich Nagele. Gegen Barinev beim Einwurf. Und Mössmer, 3 gegen 1, große Möglichkeit wäre das. Pass kommt zu Sovchuk und Ruttmann hat abgewehrt. Das war eine ganz große, dicke Chance auf das 4:1. 3 gegen 1, aber noch immer Mössmer, Holst. Sovchuk, Holst.
Großer Druck im Powerplay der Innsbrucker. Wiederholst. Zurück auf Kennedy. Und Barinev kommt heraus mit einem schnellen Gegenstoß. Für Greenbank. Und Stangenschuss. Das war Pech. Zweiter Stangenschuss für Greenbank. Noch dazu in der numerischen Unterlegenheit. Geiger. Aber die Feldkirche wieder hinten entblößt. Holst. Immer noch Greg Holst und Ruttmann. Große Chance. Ja, jetzt geht's zu. Das ist Eishockey nach dem Geschmack des Publikums. Bottauer. Fernschuss. Der war nicht schlecht. Etwas zu hoch. Pulli. Ja, das waren tolle Sekunden jetzt in der Phase der numerischen Überlegenheit der Innsbrucker. Zunächst eine ganz große Möglichkeit. 3-1 und dann im Gegenstoß Stangenschuss für die Feldkircher. Greenbank hat zum zweiten Mal in diesem Spiel bereits an die Stange geknallt. Packende Szene. Barinev bleibt auf dem Eis, auch Greenbank sowie Kotenauer und Geiger. Die Strafe von Manfred Dorn dauert nicht mehr sehr lange, etwa 20 Sekunden noch. Kennedy. Zini, schön gespielt, aber Kotenauer hat aufgepasst. Geiger. Strafe ist um, es waren also gar nicht mehr 20 Sekunden. Feldkirch wieder komplett. Barinev, Manfred Dorn, schlechter Pass und Zini, dazwischen gespritzt. Immer noch Zini, das einstige Enfant terrible, aber mit dem Alter ist er zahmer geworden und große Chance. Ganz große Möglichkeit vergeben von Lindner. Ja, das Spiel steht auf einem entscheidenden Punkt. Bei einer 3:1 Führung für Innsbruck könnte ein weiterer Treffer der Tiroler jetzt schon eine große Vorentscheidung bringen. Das könnte bedeuten, dass die Meisterschaftsentscheidung vielleicht doch noch bis zur letzten Runde überfällig bleibt, bis zum Spiel am kommenden Samstag zwischen Feldkirch und KAC in Feldkirch. Aber Voraussetzung ist, falls Feldkirch dieses Spiel heute verlieren sollte, dass der KAC heute gegen den WEV verliert. Wir werden ja das im Anschluss daran aus Klagenfurt in einem Kurzbericht erfahren. Aber noch ist hier natürlich nichts entschieden. 11 Minuten im zweiten Drittel noch ausständig. Aber ein Spiel, das sich unwahrscheinlich gesteigert hat. Jetzt ist das Tor herausgerissen worden, das Tor von Ruttmann, daher die Unterbrechung. Ein Spiel auch auf sehr hohem Niveau, das soll auch einmal gesagt werden. Ich glaube überhaupt, es ist bisher zumindest das beste aller Spiele, die wir im Verlauf der heurigen Meisterschaft im Fernsehen übertragen haben. Oberhuber. Knapp vorbei.
Kennedy. Holst. Mitterer. Manfred Dorn. Holst. Schön gemacht für Mössmer. Immer wieder Greg Holst. Jetzt ein bisschen Leerlauf im Augenblick. Greenbank. Immer wieder versucht, der Barinev anzuspielen, aber der wird heute genau markiert und damit wird dem Russen viel von seiner Wirkung genommen. Und Holst. Technisch ist er schon einmalig. Strasser. Manfred Dorn gegen zwei Mann. Ja, da zieht er den kürzeren. Aber es gibt einen Ausschluss gegen Kennedy. Behinderung entscheidet Schiedsrichter Korenschnik nach dieser Attacke gegen Manfred Dorn. Er hat also wohl den kürzeren gezogen auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick könnte er einen Vorteil für seine Mannschaft, einen entscheidenden, herausgeholt haben durch diese 2 Minuten Schwächung nun Kennedy auf der Strafbank. Die zweite 2 Minuten Strafe erst gegen Innsbruck, gegenüber 3 bisher, die von Korenschnik gegen Feldkirch ausgesprochen wurden. Fünf gegen 4, Feldkircher bringen Dorn, Geiger, Kekkeis, Greenbank und Barinev. Und die Penalty-Killer bei Innsbruck heißen Traxmarer, Liebhardt, Sabchuk und Holst. Greenbank. Barinev. Greenbank. Noch einmal Barinev. Und Rettungsaktion in höchster Not von Holst. Greenbank. Barinev. Jetzt sind die Positionen des Powerplay wieder eingenommen. Barinev. Konrad Dorn. Braxmarer setzt sich ein und hat die Scheibe erkämpft. Holst führt sie heraus. Ah, das Publikum geht mit. Kann natürlich psychologisch sehr viel bringen in solch einer Phase. Geiger. Barinev. Aber Scheibe verloren. Sobchuk. Sobchuk. Große Chance. Dennis Sobchuk. Ganz allein. Und abgewehrt von Rothmann. 4, ein tolles Break. Aber schon wieder die Feldkircher. Barinev, Kekkeis und Dagenet. Ja, großartiges Eishockey, das wir jetzt zu sehen bekommen. Spannender geht's schon nicht mehr. Aufregung aller Art, auch im Publikum.